Herzlich willkommen zur mittlerweile 122. Folge Workers and Resources. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Da kommt auch die erste Kohle. Dann kann Zement loslegen. Dann kann auch das Betonwerk loslegen. Dann kann auch die Palettenfertigteileproduktion loslegen. Das heißt, wir brauchen dann nur noch Bitumen für Asphalt. Und dann lupt das hier. Was hat der Bus hier? Ah, der Bus ist für hier oben zuständig. Da geht das los. Ihr werdet vollgeladen. 40. Zementlaster kommen hier hin und holen hier Zement ab. Dann kriegst du im Moment erstmal gar nichts ab. Aber die Kohle ist auch gleich schon wieder leer. Müsste aber gleich der nächste kommen. Hoffe ich doch mal. Da werden die Palettenteile gebaut. Und das auch nicht schlecht. Und jetzt wohl noch ein bisschen besser. Läuft. Wir haben noch einen Zementtanker übrig. So, du kannst schon nicht mehr lagern, weil Zement ist voll. Ihr sollt hier entladen, 90%. Das sind aber nicht 90%. Beladen, entladen, Kohle, 90%. Das sind noch nicht mal 50%. Oder machen sie wahrscheinlich nicht, weil... Jetzt wird gerade Zement abgeholt. Auch das interessiert mich nicht. Okay, der eine fährt dauerhaft. Der freut sich. Und hier kommen auch dauerhaft Fahrzeuge an. So, jetzt fehlt uns der Asphalt. Dafür schicken wir den mal zum Verkaufen. Schicken wir auch mal zum Verkaufen. Was fehlt hier oben? Alles da. Kohleerz ist nicht voll. Kohle ist ja auch nicht voll. Ach, okay. Ihr holt jetzt mal wieder Kohle ab. Nee. Das sind die anderen.
brauchen aber nichts. Ja, ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Uranmine ist hier super. Der Rohstoffspeicher ist auch super. Der Prozessintent ist nicht super. Kannst du hier reinbringen? Können wir uns noch weitere Fahrzeuge leisten? Kann noch mehr geholt werden? Dann brauchen wir jetzt einen Zug für Bitumen. Elektrische Lokomotive, Ruder. Güterwaggon für 5 Stück. Du holst dir Warten des Bildern, Beton. Und musst dann. Nein, Fälschanlage. Rein, warten bis Entladen und Start. Dann bekommst du Bitumen. Und das hier läuft sowas von geil. Könnten wir sogar noch mehr drauf geben. Chemikalien pflanzen. Pflanzenchemikalien. Auch mal eben 300.000 wert, mehr sogar. So, Kies und Asphalt. Stahl ist da, Ziegelstein ist da, fertig. Wetter ist da. Das Asphaltfabrik kann kein Asphalt produzieren. Na, ist auch richtig. Noch nicht. Deswegen könnt ihr auch da nicht weiterbauen. Deswegen steht hier oben auch alles still. Und da kommt wieder Kies. Ist Bitumen schon unterwegs? Da kommt Bitumen durchgejuckelt. Wunderbar! Das heißt, das Gerät hier ist eigentlich völlig unnötig. Bitumen.
Asphalt habt ihr? Und dann könnt ihr losfahren. Hier sind wir jetzt auch fertig. Das heißt, wir fangen dann jetzt mit der Konstruktion von der Farm an. Wir wollen da aber keine Sachen haben. So, wir fangen mit. Warte mal, wir brauchen eine Farm für Nahrungsmittel, eine Farm für Stoffe, eine Farm für Alkohol. Also drei Farmen. Eins, zwei, drei Farmen. Kriegen wir hin. Habe ich den Mod dabei für... Nee, das ist Conveyor. Conveyor Road. Fabrikverbindung, ne? Nee. Fabrikverbindung, das heißt, wir brauchen dann hier. Hier eigentlich einen Kornspeicher. Daran. Kommen wir da aber immer noch nicht zwischen rein mit der Straße. Die müssen nach unten führen.
Das wäre dann so. Was brauchen die denn alles? Tong. Guck mal, die haben hier oben auch schon alles. Wieso baut ihr das nicht? Und das hier auch nicht. Habt da keine Lust zu oder was? Auf die Baustelle könnten die so hingehen. Tonnen Bitumen gerade mal verarbeitet. Für Paletten Fertigteile. Warum wollt ihr noch nicht? Vehicle need refuel? Keine Station in der Nähe? Okay. Okay. Dann bauen wir da noch mal eine Tankstelle hin. Das ist wahrscheinlich das gleiche. Ja, okay. Voll. 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 Und du hast noch 540 Tonnen Kies da drin. Von vorn anfangen. Zick. Autos weg. Autos weg. Autos weg. Autos weg. Autos weg. Gibt auch mal wieder ein bisschen Kohle rein, ne? Weg. Dich brauchen wir nicht mehr. Dich brauchen wir nicht mehr. Dich brauchen wir nicht mehr. Dich auch nicht mehr. Dich nicht mehr. Dich nicht mehr. Dich nicht mehr.
Ressourcen. Nö. Alle. Oh, weg damit. Asphaltanlage. Brauchen wir nicht mehr. Rohstoffspeicher. Brauchen wir nicht mehr. Zementfabrik. Kipper, der Kohle holt. Brauchen wir nicht mehr. Den Kipper, der Kohle holt. Brauchen wir nicht mehr. Noch verbundene Fahrzeuge. Du darfst da auch nicht mehr hinfahren. Du auch nicht mehr. Zementwerk ist Geschichte. Betonwerk ist Geschichte. Palettenfertigteile. So, hier holt noch Kohle ab. Nein, dürft er nicht mehr. Ist Geschichte. Du bist noch nicht Geschichte. Zumindest noch nicht. Da wird gebastelt, die Tankstelle wird da gebastelt. Und wie sieht das hier aus? Da kommen die Fahrzeuge gerade alle an. Okay, ihr bekommt das erstes hier. Das heißt, es dürfte hier. Okay. Dann könnt ihr aber diese Straße hier mal wieder verbinden. Oben haben wir das ja schon getan. Hier fehlt noch ein Asphaltmachermann-Gerät. Wir haben da jetzt noch drei Leute drin. Der nächste Zug dürfte. Schon wieder auf dem Weg nach oben sein. So, letztes Jahr haben wir 5,7 Millionen ausgegeben. Da haben wir halt ordentlich Chemikalien noch gekauft. Wir kaufen. Gut, der Bruchstein geht jetzt auch weg. Komplett auf Null. Wir kaufen halt noch viel zu viel Essen ein. Das könnte hier schwierig werden, wenn jetzt mal hier so viele Fahrzeuge hochkommen. Hier doch einiges abholen. Wie viel musst du wieder mitnehmen? Na, 150 Tonnen Kies verbrauchen wir hier mal so nebenbei. Wieder 25 Tonnen weg. Du bist voll. Hier holt ihr einiges weg. Dann. Achso, okay, die ist noch nicht fertig. Sollte die Tankstelle dort sich gut machen. So, ihr bekommt dann nämlich auch noch einen Wegpunkt.
Ach, du ahnst es nicht. Hier wird so viel angeliefert. Asphaltgeschichte, da kommt der nächste Asphaltmacher. Die wollen da alle Mitarbeiter hinbringen. Okay, das ist natürlich übel hier. Also so richtig übel. Vor allem, die warten hier so lange, dass sie noch nicht mal wieder... Oh doch. Ja, guck mal. Jetzt hauen sie da 270 Leute auf die Baustelle. 300 Arbeiter auf die Baustelle, dann sollte das Ding ja ruckzuck erledigt sein. Okay, die Tankstelle wurde übernommen. Haben wir hier hinten noch Asphaltfertiger übrig? Eins, zwei, drei, vier wären noch übrig. Die brauchen wir jetzt hier auch gleich. Hier schon einer. Wahnsinn. Gut, wichtig ist die Tankstelle. Und zwar brauchen wir da den hier. Der ist schon für die Tankstelle. Das sind aber keine Arbeiter und keine Fahrzeuge. Arbeiter werden aber gerade geholt. Wo fährst du? Ach, du bist da erst unterwegs. Okay, die haben alles schon hier runtergebracht. Mal so eben bei alles hier. Fehlt noch ein bisschen Beton. Asphalt und Kies. Aber der Asphalt, der ist... Ach, guck dir das an. Ist Wahnsinn. Ist einfach nur Wahnsinn, wie schnell es hier einfach geht. So, du hast 51 Arbeiter da, dann ist die Tankstelle gleich durch. Ja, zack. Fertig gebaut. Brauch noch einen Roller. Fertig gebaut. Fehlt noch ein Roller. Da, wird fertig gebaut. Ohne Probleme hier alles. Das ist halt das Geile, wenn man dann irgendwann so eine gute Versorgung hat, dass man sagen kann, alles da. Wir ziehen jetzt mal hier drei riesengroße Agrarbauernhöfe hoch. Und das wird einfach mal so nebenbei geliefert hier. Nebenbei. Dann fehlt noch ein bisschen Asphalt. Ein bisschen Beton. Das fällt uns jetzt hier wahrscheinlich hinten. Jawohl, wunderbar. Gut, die Tankstelle kann gebaut werden. Sollte eigentlich relativ zügig gehen. Ah ne, wir brauchen noch einen zweiten Bauschritt. Ah, verdammt, den habe ich jetzt ganz übersehen. Gut, dann wird das doch erst in der nächsten Folge fertig. Jetzt haben wir noch einen Großbrand. Das Betonwerk. Das Gute ist, wir haben hier eine Feuerwehr ohne Feuerwehrleute. Da kommen aber gerade Feuerwehrleute. Und das Betonwerk ist gerettet.
Super läuft das hier. So, unsere Kohleanlage, das bist du hier. Du holst mich Kohle und bringst mich auch Kohle nach dorthin. Kannst du auch mit 90% voll machen. Vorausgesetzt, wir haben dann hier wieder Treibstoff. Genau, da kommt der KMZ offen. Der hat schon die 4,5 Tonnen Stahl aufgeladen. Ach, ist gerade das losgefahren. Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.